What's up? Moon Boon hier. Herzlich willkommen zurück bei Terraria, Boon Moons World. Und ihr seht schon, dass das Hauptmenü ein bisschen anders aussieht, als es das früher getan hat. Das liegt ganz einfach daran, dass wir hier unten links im Eck eine schöne Zahl stehen haben. V1.1, das bedeutet Version 1.1 von Terraria wurde released. Es gibt ein Arsch voller neuer Gegenstände. Und ich weiß nicht genau, ob wir diese Gegenstände jetzt benutzen können in unserer kleinen Little Welt hier. Ganz einfach, weil die Welt ja eben mit dem alten Gegenstandset wahrscheinlich generiert wurde. Ich weiß nicht, vielleicht müsste man echt eine neue Welt machen und dort dann anfangen. Oh, im Hintergrund, habt ihr das gesehen? Da sind Berge und Wolken. Seht ihr das da hinten? Berge. Roffel, wie geil. Auf jeden Fall gibt es neue Tiere, neue Waffen, neue Rüstungen. Ich habe sogar was gelesen von... Guck, ein Vogel. Von Schaltern und Timern und mechanischem Zeug und Kabeln und so Zeug. Und what the fuck, was geht eigentlich ab? Und ich habe ein Bild gesehen mit einem verfluchten Einhorn drauf. Könnt ihr euch das vorstellen? What, habe ich mir gedacht. Ja, ziemlich geile Sache. Ich mache jetzt mal heute noch das Video hier so weiter. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich nicht weiß, ob diese Sachen für mich jetzt hier verfügbar sind. Bitte schreibt es mir in die Kommentare. Es gibt auch immer hier diese coolen Terraria-Cracks, die ja meine Videos anschauen und mir immer diese nützlichen Tipps geben. Ja, ihr Cracks, schreibt mir mal, muss ich eine neue Welt machen, um dieses neue Zeug benutzen zu können? Wäre mal ganz hilfreich, weil dann würde ich das eventuell in Erwägung ziehen. Und warum zur Hölle laggt es eigentlich gerade so? Ich habe nichts laufen im Hintergrund, absolut nichts. Oh, oh, fail. Ey, dieses Kackloch, ohne Witz. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist rum hier. Fertig, Mann. Das regt mich schon die ganze Zeit auf. So. Hier gehen wir einfach locker durch. Boah, das sieht alles ganz anders aus. Die Leuchtung ist viel besser. Guckt euch das an. Oh Gott. Die Berge im Hintergrund, wie cool ist denn das? Richtig, richtig fett. Das ist echt mal geil. Das bringt wirklich so ein bisschen Tiefe noch ins Spiel und so. Oh, also. Die Bitch. Ich weiß nicht mehr. Drunter? Ja, genau, da geht's ja rein. Aber ich habe mir gedacht, wir benutzen heute mal nicht den Eingang, den wir immer nehmen, in den Dschungel, weil da waren wir ja schon 10.000 Millionen Mal. Sondern nein! Aha! Fucking fuck. Sondern wir gehen mal hier irgendwo runter. Boah, das leckt aber echt brutal, ey. Was haben die gemacht? Warum ist hier so viel Wasser? War hier schon immer so viel Wasser? What the fuck? Kann ich mich hier nirgends runterbuddeln, wenn hier überall Wasser ist? Was soll denn das? Da drüben. Wow. Das Ding ist sogar an der Oberfläche jetzt schon. Ah, guckt euch das an, da ist ein Eingang. Ich würde sagen, den nehmen wir gerade. Stehen noch zwei Töpfe. Boah, zähes Bürschchen. Boah, so viel Cobweb. Warum ist hier so blau? Okay. Cobweb haben wir auf jeden Fall genug. Herzchen. Oh shit. Erstmal hier Abstand. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Sind wir da etwa auf Silber gestanden? Oh ja, wir sind auf Silber gestanden. Habe ich noch eine Grenade? Oh,
Nice. Nice and easy. Clean up like a boss. Clean it up like a boss. Okay. Ich verwechsel immer hier den Enderhaken-Knopf. Jetzt muss ich irgendwie da oben drauf kommen, damit ich das abbauen kann. Ah, wobei wir eigentlich genug Silber haben, oder? Das geht hier ab. Voll die sackige Sackgasse. Überall Wasser, was? What the fuck? Oh, damn. Ich denke immer, ich bin unter Wasser, weil hier alles so blau leuchtet. Das da drüben auch. Was ist das? Das will ich haben. Was bist du? Schon wieder Silber. Like a boss hänge ich an der Decke und baue das Zeug ab, ey. Aber irgendwie gibt es hier keine Jungle Wines mehr, oder? Jungle Spores, Entschuldigung. Oh, da sind wieder die Wespen. Ach, es sind keine Wespen, es sind Hornissen. So. Licht. Was ist das? Kupfer. Ja, brauchen wir nicht. Aber, dich nehmen wir mit. Angel Statue can be placed. Iron Bar. Lesser Healing Potion. Emits an Aura of Light? Ach, das ist ein Elixier. Ja, Potion. Und Fackeln. Über die Fackeln freue ich mich wahrscheinlich am meisten hier. Hä? What? Ach, da ist dieses Ding. Moonglow, okay. Genau das Richtige von Moonboon, der Moonglow. Und überall Silber. Wow. Vielleicht brauchen wir das Kupfer dann für die Leitungen oder so. Könnte ja sein. Aber ich werde mal keins jetzt mitnehmen. Bisschen Eisen. Geht ja jetzt alles recht schnell hier mit dieser neuen Pickaxe. Nicht schlecht. Oh. Like a boss. Komm schon. Da. Licht. Licht. Cobweb. Okay. Nochmal hier hoch. Oh, oh, ich komme nicht durch. Oh, was ist da unten? Da leuchtet es ganz arg grün. Da muss ich hin. Oh doch, ich glaube, das ist so ein Ding, das wir brauchen. Komm schon. Jungle Spores 2. Jawohl. Und wir sind fast tot. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Hier nach rechts. Da hinten ist noch eine. Die schnappen wir uns auch. Komm schon. Weg mit euch. Weg. Oh Gott, ich bin fast tot. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, Wasser. Wasser ist gar nicht gut. Scheiße. Nein! Ist doch jedes Mal dasselbe. Ich gehe in den Dschungel und sterb. What the fuck, man? Oh, schöner Nachthimmel. Okay. Nein. 14. Wo ist der Guide? Guide, komm her. Sag mir, wie viel brauche ich? Bitte sag 14. Crafting. Wo ist mein Grappling Hook? Wein, 3. Ach, 12? Dann kann ich es ja schon herstellen, oder? Wo sind meine Wines? Hier habe ich eine. Ich glaube, den Rest habe ich
In irgendeiner Truhe. Oh, geil. Jetzt geht's ab, Leute. Seid ihr bereit? Wo ist denn Wines? Wine? Bist du Wine? Oh, nee, du bist Moonglow. Halt mal, Moonglow habe ich auch dabei. Oh, yeah. Die können wir dann mal irgendwo hinsetzen vielleicht. Das sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Wines, 9! LOL! Oh, geil, geil. Achso, halt mal einen Stopp. Der Guide macht mir das bestimmt nicht. Oh, gibt's hier schon irgendwas Neues? Nein, das sieht alles... Aber was ist das? Wooden Beam? Was ist ein Wooden Beam? Ich habe mal zwei davon gemacht. Schauen wir uns gleich an. Ein Mannequin! Oh, das hat 20 Holz gekostet. Oh. Okay. A Barrel Cake kennen wir ja schon alles. Loom. Alles nichts Neues. Iron Bar. Bucket. Trash Can. Badewanne. Toilet haben wir immer noch nicht. Das können wir uns jetzt dann alles mal machen. Wir haben so viel Materialien hier rumliegen. Iron Chain. Silver Bar. Oh, wir haben jede Menge Zeug. Wie geil. Was ab? Da war sie. Ivy Whip. Oh yeah. Like a boss. Like a boss. Oh Gott, ich bin total überfordert. So viele Arme. Wow, ist die weit? Ist die weit? Geht die weit? Nicht schlecht. Endlich haben wir unsere Ivy Whip. So, jetzt ist die Frage. Was machen wir als nächstes? Ich weiß nicht, was in der Reihenfolge zuerst kommt. Müssen wir zuerst in die Hölle, um uns noch besseres Gear zu farmen? Oder müssen wir zuerst in das Dungeon, um uns für die Hölle vorzubereiten? Das können auch wieder die Terraria-Nerds beantworten. Los, Terraria-Nerds, schreibt mir in die Kommentare, wo muss ich hin? Mein Gott, wo muss ich hin? Hölle oder Dungeon? Hölle oder Dungeon? Hölle oder Dungeon? Ihr entscheidet. Ich überlasse euch mal hier die Wahl, wo ich zuerst sterben werde. Was ich jetzt machen wollte, war... Ich weiß es nicht. Doch, ich wollte diese Dinge ausprobieren. Und ich muss niesen. Oh Gott, Achtung. Entschuldigung. So, weiter geht's. Es ist wieder ein schöner, verregneter Sonntag. Oh. Ich liebe verregnete Sonntage. Was bist du? Komm mal her. Wie heißt du? Wooden Beam. Ich kann es nicht erkennen, aber ich kann auch nicht drauf stehen. Ist das einfach so ein Hintergrundding? Hä? Hässlich. Wo ist das? Komm mal her, Wooden Beam. Oh Gott, jetzt muss ich da wieder alles durchscrollen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wooden Beam? Was zum Teufel ist Wooden Beam? Was haben wir noch gemacht? Den Mannequin. Wo ist der Mannequin? Mannequin. Mannequin. Oui, oui. Très bien. Je suis français. Oui. Mannequin. Warum will ich eigentlich immer auf mein Haus, um irgendwas aufzustellen? Wir gehen auch auf sein Haus. Da drüben liegt übrigens ein Stern. Wow, der Mannequin steht da voll cool rum. Ey, komm schon, Stern. Ja, steht gut da, ne? So. Kann ich damit was machen? Rechtsklick? Nein. Kann ich ihn anzünden? Nein, geht auch nicht. Okay. Dann kommt er hier wieder weg. Wie jetzt? Ich habe keinen Platz mehr. Achso, ich habe den Stern aufgenommen. Oh, lol. What? Was bedeutet das? Was war das? Habe ich ihn kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Nein, es wird gerade Tag. Oh mein Gott, ich Noob. Fuck. Okay. Die Angel Statue. Ist das eine andere wie die da oben? Schon, oder? Die kommt bestimmt in die Mitte.
mächtige Angel Statue. Oh ja, das heißt, wir haben viel zu tun, meine lieben Freunde. Wie weit waren wir denn mit dem Heliwader? Beziehungsweise, wir könnten auch mal nach den fliegenden Inseln gucken. Wenn ich wüsste, wie man die genau findet. Ich glaube, unsere Ivy Whip könnte einfach hochgreifen und uns hochziehen, wenn wir wüssten, wo sie wären. Aber so einfach ist vermutlich nicht. What? Vogel? Fuck off, Vogel. Komm schon. Oh, leck. Meint ihr, wir erwischen den? Komm schon. Komm schon. Vogel. Oh, jetzt ist er weg. Nein, da ist er. Oh Gott, wie weit fliegt er? Da ist noch einer. Angry Birds. Ah, nein, 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 nein. Nein, Schleim weg. Oh, diese dummen... Ja! Und wie jetzt? Und dafür gibt es kein Achievement? Oh mein Gott. Das war spaßig. Ich glaube... Was war das? Das war, glaube ich, das Lustigste, was wir bisher gemacht haben in Terraria. Einen scheiß Vogel zu jagen. Was war das da unten? Da hat es rot geleuchtet. Ich habe es genau gesehen, dass es hier rot geleuchtet hat. Hallo? Hier ist ja überhaupt nichts. Doch, da ist Kupfer, oder? Ja, Kupfer. Kein Mensch braucht Kupfer. Wir haben eh keinen Platz, um es mitzunehmen. Check up, Mann. Check up. Okay. Slime. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt gerade hingehen würde. Meine Tasche ist eh voll. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir einfach mal eine bisschen kürzere Episode, da wir jetzt ja unsere Ivy Whip haben. Ich denke, es lohnt sich jetzt nicht mehr noch die Hölle oder die oder das Dungeon anzufangen. Wir könnten auch erstmal noch mal einen Meteor holen. Allerdings haben wir ja eigentlich schon alles, was wir für den Meteor aus dem Meteor machen können. Von daher weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht. Sagt mir einfach mal, was jetzt abgehen soll. Ihr habt die Macht. Sagt mir Dungeon oder Hölle. Und bitte macht es in einer sinnvollen Reihenfolge. Also wenn ihr jetzt genau wisst, die Hölle ist schwerer als das Dungeon, schickt mich nicht zuerst in die Hölle, nur damit ihr mich sterben seht. Ich verspreche euch, ich werde für euch auch im Dungeon erstmal sterben wahrscheinlich. Und beim Dungeon müssen wir auch erst noch den Skelettboss besiegen. Das ist ja auch nicht so eine einfache Aufgabe. Ja! Also langsam werde ich echt gut darin. Okay. Also schreibt mir folgende Sachen. Zum Abschluss dieser Episode. Muss ich eine neue Welt laden, um die neuen Features von 1.1 benutzen zu können, die neuen Gegenstände? Soll ich zuerst ins Dungeon oder in die Hölle? War es das schon? Oder habe ich euch noch was anderes gefragt während der Episode? Ich weiß es nicht. Mein Gehirn ist schon wieder much, much, much more cleverer than yours. Oh mein Gott, habe ich euch geflamed. Like a boss. Okay. Das war's dann, eine etwas kürzere Episode. Dafür machen wir die nächste dann etwas länger, wenn wir dann eben aufbrechen in Dungeon oder Hölle. Machen wir dann wieder eine 40 oder 50 Minuten Episode, dann nehmen wir uns dann richtig viel Zeit. Oh ja. Oh Gott, ich mörder. Oh nein, shame on me. Ich kann das Haus nicht mehr verlassen. So, ich gehe nie mehr raus. Hier bleibe ich jetzt. Setz mich auf den Stuhl. Man kann sich nicht mal auf Stühle setzen. Schlechtes Game. Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es wie immer gerne bewerten. Kommentiert, was das Zeug hält. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Terraria Boon Moons World. Ich bin Moon Boon und ich bin raus. Ciao, ciao.